dann jetzt geht schon los. Wenn du nicht weiter vorgehst oder so. Okay, wenn mir nichts abläuft. Nicht weiter vor oder doch? Bei mir nicht. Mhm. Also dann sieht man beide. Bist du live, oder? Mhm. Magst du noch was sagen, oder? Ja, kannst du gleich anfangen. Okay. Dann versuchen wir es, oder? So, guten Morgen, liebe Leute. Mittwoch, kurz vor 9:30. Heute wieder eine Stunde mit mir. Das freut mich sehr, dass wir wieder alle da sind, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir haben so ein bisschen technische Probleme mit dem Streaming, habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen. Ihr schaut einfach mal, wo es besser geht. Schaltet ihr entweder auf Landshut oder wenn es nicht so geht, schaut ihr auf Dingolfing, gell? Auf Dingolfinger Seite. Vielleicht geht es da ein bisschen besser. Sonst haben wir nämlich Feedback bekommen, dass es immer alles so ein bisschen versetzt ist und nicht synchron. Gut, heute eine Bodystyling-Stunde mit mir. Ihr braucht nur eine Matte, ein bisschen was zum Trinken und genau, für Bodystyling kennt ihr alle, wisst ihr alle, Bauch, Beine, Po, plus Arme, plus Schulter, plus Rücken. Ja, ich schalte ein bisschen Musik ein und wir starten gleich. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Wir starten alle, wir marschieren. Auf geht's. Ritt, 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 ritt. So, macht euch alle Platz im Wohnzimmer. Schuhe ausziehen ist immer am besten. Noch 4, 3, 2 und atmen ganz tief ein. Und aus. Und ein. Und ausatmen. Nochmal. Ein. Und aus. Nochmal schön einatmen. Und wir wechseln einen Step down. Rechts, Mitte. Genau, schön weiter. Großen Schritt zur Seite. 4-mal mehr noch. 3. Und 2. Und nehmen die Arme dazu. Heben und senken. Immer weiter. Großen Schritt zur Seite. Zieh. Noch 4. Noch 3. Gleich beenden wir die Arme noch ein bisschen und nehmen die ganz nach oben. Hoch, ab. Hoch und ab. Sehr gut. Mach schön weiter. Auf geht's. 4. 3. Noch 2. Und die Beine dazu. Lecker. Deine Ferse heben. Und immer weiter. Die Arme schön nach oben. Spannung in den Armen. Zieh. 4. 3. Noch 2 und wir wechseln, Step Dutch und wir Zips. Schön die Unterarme beugen, strecken und immer weiter. Große Schritt zur Seite, auf 4, 3. Manche schalten jetzt erst an sich gerade, aber macht nichts, wir haben erst mal angefangen. Arme wieder wechseln, Ellenbogen unter den Schultern, schön an dem Oberkörper. 4, 3. 2. Letztes. Und nimm die Arme mit und drehe dich auf die rechte Seite. Rechts. Zurück. Vor. Zurück. Auf 4. 3. 2. Und wir wechseln. Rechtes Bein nach vorne und das linke Knie hochziehen. Bauch schön anspannen. 4 mal mehr noch. Zieh. Noch 3. Noch 2 und jetzt pass auf. Doppeltes Tempo, linkes Knie. Zieh. Bauch schön anspannen, lange Arme. Höp. Und schön weiter, schön durchhalten. Auf geht's, letzte Runde. 8, 7, 6, zieh. Noch 4, noch 3. Noch 2, allerletztes, setzt vorne die Ferse ab, richte dich auf, komm tief und hoch. Senken, heben, Popo nach hinten schieben, noch 4-mal mehr davon. 3 und 2, letztes, bleib oben, deine rechte Ferse heben, beide Beine anwinkeln, Hände nach hinten, Hände verschränken, Becken nach vorne kippen.
kippen und halten. Gut, dann wieder langsam lösen. Dreh nach vorne, linkes Bein marschieren. Höp, höp, höp. Und atme wieder ganz tief ein. Und aus. Und ein. Und alles von Anfang an nach links. Step down. Höp. Mitte. Große Schritt. Zieh. Zieh. Gehen auch schon weiter. Noch vier mehr. Drei. Noch zwei. Wechsle wieder nur die Arme. Strecken und heben. Höp. Höp. Hoch. Hoch. Noch vier mehr davon. Drei. Immer weiter Step Touch. Arme auf Spannung. Wir gehen nach oben. Mitte hoch, Mitte tief. Genau. Höp. Hoch und ab. Auf vier. Und drei. Und zwei. Sehr gut. Die Beine wieder dazu. Lecker. Wer sieht hoch? Genau. Und immer weiter die Arme. Viermal mehr. Drei. Zwei. Wechsel wieder zum Step Touch und nimm den Bizeps mit. Unterarme. Schön beugen, strecken. Höp. Höp. Zieh. Zieh. Auf vier. Noch drei. Zweimal mehr. Arme 90 Grad angewinkelt. Und wieder die Unterarme. Öffnen, schließen. Daumen schön nach hinten. Brust raus, die Schulterblätter zusammenziehen. Noch zwei. Letztes Mal. Und drehe nach links. Nimm die Arme wieder mit. Linkes Bein nach vorne. Und noch viermal mehr davon. Drei. Perfekt. Mach schön weiter. Komm. Und jetzt weiter. Rechtes Knie hoch. Knie lift. Linkes Bein vor. Rechtes Knie nach oben ziehen. Viermal mehr noch langsam. Zieh. Noch drei. Noch zwei. Und jetzt Doppeltempo. Auf geht's. Höp. 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 Bauchchen anspannen. Arme nach unten. Knie hochziehen. Und weiter. Richtig atmen dabei. Höp. Höp. Letzter Durchgang. Auf geht's. Acht. Sieben. Sieh. 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 Zieh. Noch vier. Noch drei. Und zwei. Letztes Mal. Setz vorne die rechte Ferse ab. Und komm wieder. Tief und hoch. Senken. Heben. Hoch und nach hinten. Geraden Rücken. Und noch vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Bleib schön oben. Linke Ferse heben. Beide Beine gebeugt. Oberkörper aufrichten. Dein Becken nach vorne kippen und halten. Schön weiter atmen. Schulter nach unten. Und langsam lösen. Und locker. Perfekt. So, mit dem Wurm ab. Sind wir fertig. Ich hoffe, ihr seid alle aufgewärmt. Trinkt mal ein bisschen was. Und wir starten. So, dann geht's gleich weiter. Rechtes Bein wieder hin. So, ein bisschen ähnliche Übung wie letzte Woche, aber wir bauen das mal aus. Schau mal, wir gehen. Rechts, Mitte. Ausfallschritt nach hinten. Rechts zur Seite. Rechts nach hinten, Ausfallschritt. Genau. Schönen Oberkörper aufrichten. Bauch anspannen, Schulter nach unten und weiter. Rechts, Mitte. Ausfallschritt nach hinten. Zurück, wieder vor. Auf geht's. Seite und nach hinten. Füße parallel und hinten die Ferse wieder heben beim Ausfallschritt. Tief und hoch. Beim Ausfallschritt immer aufpassen, vorne dein linkes Knie nicht über der Fußspitze. Seite, Mitte. So, eine Runde noch. Auf geht's. Seite, Ausfallschritt. Seite und Ausfallschritt. So, gleich verändern wir das mal wieder ein bisschen. Bauch bleibt schön fest. Wir federn dreimal. Tief. Zwei. Drei. Feder hinten. Drei. Zwei. Eins. Wieder Mitte. Drei.
2, 1, Mitte, hinten federn und nochmal ein bisschen weiter, auf geht's. Komm wieder Mitte, 3, 2, 1, wieder Seite, 3, 2, 1, Mitte, Ausfallschritt, genau, und schön durchhalten, noch ein paar Mal, 3, 2, 1 und Mitte, 3, 2, 1, wechseln. Perfekt. Und wieder Mitte. Zweimal mehr noch Feder. Auf geht's. 3, 2, 1, Mitte. Ausfallschritt. Letztes Mal mit den drei kleinen. Zieh. Wieder zurück nach hinten. Ausfallschritt. Eine letzte Runde im Wechsel. Auf 1. Seite. Und tief. Und Seite. Und tief. Nochmal. Seite. Und Ausfallschritt. Und Seite. Und noch viermal mehr. Auf geht's. Hüpf. Nach hinten. Schön Spannung halten. Noch drei. Nach hinten. Zweimal mehr. So, und jetzt pass auf. Beim Ausfallschritt bleiben wir gleich mal da. Und macht man nur hier tief und hoch. Ellenbogen zur Seite. Deine Schulter nach unten. Und die Schulterblätter schön zusammenziehen. Super. So, wieder kleine Veränderung. Arme lösen und schau mal. Tief, Knielift. Ausfallschritt und Knielift. Spannung halten. Tief, zieh. Tief und zieh. Genau. Noch ein bisschen weiter. Geht schon noch. Komm. Tief, hüpf. Tief, hoch. Sehr gut. Weiter, weiter. Komm, bleib dabei. Tief, tief. Schön weiter atmen. Und letzte Runde durchhalten. Auf geht's. Ab. 7. Gleich haben wir es geschafft. Komm, geht schon noch. Viermal mehr. Tief. 3. Und 2. Ein letztes. Und locker. Perfekt. Marschiere. Atmen. Beweg dich immer auf der Stelle. Und öffne die Beine hüftbreit. So, und komm in kleine Hocke. Das heißt, du beugst deine Beine, neigst den Oberkörper leicht nach vorne. Schultern sind tief, Bauch ist fest, Rumpf ist fest, lange Arme. Handinnenfläche nach vorne drehen. Und jetzt nur die Arme. Hoch, tief. Spannung in den Armen, bis in die Fingerspitzen. Arme heben, Schulterblätter zusammenziehen. Dein Becken bleibt schön gerade. Beide Beckenknochen nach vorne und jetzt bleibst du mal auf dem rechten Bein stehen und das linke Bein nach hinten strecken. Ganz leicht die Fußspitze aufdippen und jetzt schauen wir. Hoch, senken. Arme seitlich und Bein hoch und tief. Standbein leicht gebeugt. Dein linkes Bein schön lang. Hoch anspannen. Noch ein bisschen weitermachen. Hoch. Genau, mach weiter, auf geht's, bleib dabei, Gleichgewicht halten, Körperspannung halten, noch 8, 7, 6, 5, die allerletzten, auf geht's, 4, 3 und 2, letztes und locker, gut, kurz mal aufsingen, roll mal langsam wieder nach oben auf und marschiere locker, linkes Bein. So, dann machen wir die erste Übung wieder für die Beine. Aber linkes Bein ist jetzt dran. Wir gehen. Seite, Mitte. Ausfallschritt, wieder zurück. Seite und Ausfallschritt. Füße parallel. Den Oberkörper wieder aufrichten. Und Mitte. Nach hinten, wieder zurück. Auf geht's. Links und Ausfallschritt. Seite. Sehr gut macht ihr das. Mach weiter, komm. Mitte, nach hinten, wieder zurück. Auch da wieder beim Ausfallschritt. Knie nicht über der Fußspitze. So, Kniebeuge und Mitte. Nach hinten, wieder zurück. Tief, Mitte. Genau. Tief, Mitte. So, noch viermal mehr. Und Ausfallschritt. Noch 3. Sehr gut. Die letzten 2.
noch ein letztes Mal im Wechsel. Jetzt geht es wieder dreimal unten kleine. Auf geht's. 3, 2, 1, Mitte wechseln. 3, 2, 1, Seite. Hack, hack, und Mitte nach hinten. Zieh, Schulterchen tief. Dreimal. Und Mitte. Wechseln wieder nach hinten. Seite. 3, 2, 1. Wieder Mitte. Nach hinten. So, ein bisschen was geht noch. Komm. 3, 2, 1. Wieder Mitte. 3, 2. Immer weitermachen. Komm nochmal. 3, 2, 1. Letztes Mal hinten federn. So, wieder im Wechsel. Auf 1. Seite. Mitte. Ausfallschritt, Seite und Ausfallschritt. Füße parallel, genau. Gleich vorbei. Letzte Runde, nur noch viermal. Zieh nach hinten und Seite. Sehr gut, noch zwei. Tief. So, und jetzt aufpassen. Wir bleiben wieder bei dem Ausfallschritt. Hände nach hinten. Oberkörper nochmal schön aufrichten. Ellenbogen seitlich. Schulterblätter zusammen. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Löse die Arme und Ausfallschritt tief und Knie. Tief und Knie hoch. Gleichgewichtchen halten. Senke und hoch. Hüpf. Zieh. Tief und zieh. Sehr gut. So, noch ein bisschen weiter. Auf geht's. Endspurt. Zieh. Tief und hoch. Hüpf, tief, hüpf. Noch acht mehr davon. Sieben. Gleich haben wir es geschafft. Die allerletzten. Auf geht's. Vier. Drei. Und zwei. Wenn es dir gut geht, nochmal viel mehr für mich. Tief. Und drei. Und zwei. Allerletzte. Locker. Perfekt. So, wieder ein bisschen marschieren. Gerne was trinken. So, dann gehen wir nochmal in die Hocke. Öffnen wieder die Beine hüftbreit. Leicht nach vorne neigen den Oberkörper. Gleich Spannung aufbauen. Schulter tief. Hand ihren Weg nach vorne drehen. So, die Arme fangen an. Hoch. So, schön gerade. Heben, senken. Bis auf die Schulter her. Und die Schulterblätter ziehen wir wieder schön zusammen. Nochmal. Weiter atmen. So, immer darauf achten, dass du das Becken gerade hältst. So, jetzt bleibst du hier links stehen. Rechtes Bein nach hinten ausstrecken. Standbein bleibt leicht gebeugt. Bein, Oberkörper, eine Linie. Bauch ist fest, Rumpf ist fest. Po anspannen. Beide Arme seitlich heben und das rechte Bein dazu. Hoch, tief, hoch und senken. Und schön weiter. Körperspannung halten, Gleichgewicht halten. Hoch und tief. Weiter atmen. Bleibt dabei. Letzte Runde. Auf geht's. Noch acht. Sieben. Gleich hast du es geschafft. Komm. Sieben. Auf vier. Drei. Zwei. Allerletztes. Und wieder locker. Gut. Kurz mal entspannen. Roll wieder auf. Sehr gut. Trinken wir alle noch mal ein bisschen was und machen wir dann gleich weiter. So, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid noch alle dabei. So, und ich hoffe, heute ist alles synchron. Meine Schritte, die Musik und so, wie ich rede. So, dann öffne die Beine wieder hüftbreit. Jetzt für die klassische Kniebeuge. Füße parallel, bisschen mehr als hüftbreit. So, die Hände nimmst du auf die Schulter. Richtest die wieder auf. Bauchschirm fest und komm tief und hoch. So, wenn du in die Kniebeuge nach unten gehst, Poposchen nach hinten schieben. Gerade drücken. Und die Knie wieder, nicht über die Fußspitze. Ja? Tief, hoch. So, wir nehmen die Arme mit. Tief, strecken. Tief und strecken. Ganz weit nach oben die Arme. Gerade Rücken, lange Wirbelsäule. Tief,
und hoch. Eine kleine Veränderung. Schau mal, wir gehen auf die Fußspitze. Tief und hoch. Drück dich richtig nach oben. Mach dich noch mal länger. Tief, zack. Tief. Gleichgewicht halten nach oben. Und noch mal eine Runde. Auf geht's. 8, 7. Schön auf die Fußspitze. Beide Fersen hoch. 4. Noch 3. 2. So, wieder kleine Veränderung. 3-mal unten. 4. 2. 3. Und hoch. Auf die Fußspitze. Nicht vergessen. 3. 2. 1. Und hoch. Einmal machen wir das noch. Und dann wieder Single. 8 noch. 7. Mach dich lang. Streck die Arme richtig zur Decke aus. 4. 3. 2. Drück die Fersen wieder in den Boden, nimm die Hände auf die Schulter. Und nochmal eine Runde. So, gleich kommt wieder kleine Veränderung. Ganz wichtig jetzt, dass das Beckenchen gerade bleibt. Schau mal, wir gehen diagonal. Einmal Kniebeuge. Und einmal Oberkörper rotieren. Und diagonal Schulter oder Ellenbogen und dein Knie zusammen. Nochmal, auf geht's. Tief, ein- und ausatmen. Der Blick geht mit. Schau mal zu deinem Oberkörper. Und drehen. Tief, hopp, tief. Mit der Rotation. Noch 8-mal mehr. 7, 6. Ein- und ausatmen. 4. Bauchplatzchen fest dabei. 2-mal noch. Und jetzt wieder ohne Rotation. Tief, hoch. Tief und hoch. Letzte Durchgang. Dann streckst du mal deine Arme nach oben aus. Lass die mal lang. Richtig lang. Handinnenflächen zueinander. Schultern sind tief. Dein Rumpf ist fest. Dein Bauch ist fest. Schulter richtig bewusst nach unten drücken. Und schön weiter in die Kniebeuge. Und durchhalten. Alle zusammen. Noch 8, 7. Komm, schaffst du noch. 6. Nicht anwinkeln die Arme. Lass die lang. Und 3. Und 2. Und bleib unten. Stopp. Feder nochmal. Die allerletzten Wiederholungen. 7. Und mach das mal. Komm mit mir mit. Die Arme strecken. Noch 3. Noch 2. Ein letztes. Und locker. Gut. Stütz dich ab. Langsam nach oben aufrollen. Kreise die Schulter. Und marschiere. Wieder ein bisschen Bewegung bleiben. Durchatmen. Sehr gut. So, zwischendurch. Bisschen was für deinen Bauch. So, du bleibst aufrecht stehen. Öffnest die Arme zur Seite aus. Und verlagerst das Gewicht aufs linke Bein. Rechtes Knie hoch. Gleichgewicht wieder finden. Körperspannung aufbauen. Und dann drückst du mal deine linke Hand von der Innenseite aufs Knie. Ja, Bauchchen anspannen. Hand gegen das Knie. Knie gegen deine Hand. Richtig Druck aufbauen. Und halten. Auf geht's. Drücken. Und weiter atmen. Drücken, drücken, drücken. Und nochmal schön weiterhalten. Auf geht's. Auf 4. Noch 3. Noch 2. Und wieder locker. Perfekt. So, kurz mal lockern. Gleich die andere Seite. Wieder aufrichten. Linkes Knie hoch. Spannung wieder aufbauen. Hand diagonal auf die Innenseite vom Knie. Bauch wieder anspannen und drück mal. Wieder deine Hand gegen dein Knie. Knie gegen deine Hand. Druck wieder richtig aufbauen und halten und weiter atmen. Und noch ein bisschen weiter, komm. Drücken, drücken. Schaffen wir noch. Alle, die letzten. 4. Noch fester, komm. Und 2. Und letzte Sekunde. Und locker. Sehr cool. Maschine wieder auf die Stelle. So, perfekt. Dann gehen wir noch einmal in die ganz normale Knie. Position. So, Beine wieder ein bisschen mehr sind breit.
Füße sind parallel, Hände auf die Schulter, Schulter nach unten, Bauch fest und die Knie beugen. Tief. Nochmal senken und heben. Genau. So, die Arme gehen wieder mit. Tief, strecken. Tief und strecken. Wieder langsam aufbauen. Genauso wie vorher bei der ersten Runde. Tief, zieh. Tief und zieh. Hup. So, die Fersen gehen wieder mit. Gewicht auf die Fußspitze. Drück die Maschine nach oben. Und halte mal ein bisschen oben. Gleichgewicht finden. Komm. Tief, zack. Tief, hup. Senken, heben. Dreimal unten. Klein. Zwei, drei und hoch. Und halte oben. Ja, schön auf den Fußspitzen. Drei, zwei, eins und hoch. Drei, zwei, eins. Das schaffen wir noch. Viermal mehr. Und wieder hoch und halten. Auf geht's. Lange Arme. Spannung. Zack. Zweimal mehr noch. Und wieder hoch. Letztes Mal. So, eine Runde noch Single. Auf geht's. Tief, strecken. Tief, strecken. Immer die Arme schön mitnehmen. Spannung auch in den Armen. Vier. Noch drei. Und zwei. Und jetzt drückst die Fersen wieder in den Boden, nimmst die Hände auf die Schulter. Schön weiter atmen. Ganz gut, macht ihr mit. Spannung halten, Becken wieder gerade. Und nochmal rotieren. So, Knie bleibt schön in der Mitte. Wir gehen tief, drehen. Tief, andere Richtung. Nicht das Becken mitdrehen. Blick geht mit, aber rotieren nur aus der Brustwirbelsäule. Und immer sauber in die Kniebeuge. Füße parallel, Gewicht nach hinten. Und schau, dass die Knie hinter den Fußspitzen bleiben. Tief, ein, ausatmen, ein und aus. Nochmal auf, komm. Sieben, sechs und bleib dabei für die allerletzte. Vier, drei, zwei, letztes. Wieder nur die Kniebeuge, tief und hoch. Tief und hoch. Arme nochmal mitnehmen. Tief, hoch. Schön weiter schnaufen. Mach immer weiter. Wir haben es gleich geschafft. So, dann pass auf. Lass die Arme noch einmal nach oben zur Decke gestreckt. Richtig lang. Tief, hoch. Schulter wieder bewusst nach unten. Schön in die Kniebeuge. Und dann schauen wir noch achtmal. Sehr gut. Weiter, komm, zieh. Leute, mach weiter. Gleich vorbei. Vier. Drei. Zwei. Bleib unten, wenn es geht. Und Feder nochmal. Die allerletzten Wiederholungen. Arme sind gestreckt. Lange Rücken, lange Wirbelsäule. Schulterblätter zusammenziehen. Und gleich vorbei. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und locker. Gut. Roll mal wieder langsam nach oben auf. Marschiere noch mal kurz. Schnaufen. So, noch mal ein bisschen was für den Bauch. Seitliche Rumpfmuskulatur im Stehen. Und dann gehen wir auf die Matte. So, bleib mal auf deinem linken Bein stehen. Rechten Arm nach oben noch mal zur Decke. Rechtes Bein zur Seite, die Fußspitze aufdippen. Schulter ist tief. Bauch wieder anspannen. Wir ziehen Ellenbogen, Knie zusammen. Und zwar über die Seite. Über die Seite. Seite, strecken. Seite und strecken. Dein linkes Bein bleibt leicht gebeugt. Zieh, strecken. Fußspitze entweder leicht aufdippen oder bleibt der rechte Fuß wieder weg vom Boden. Je nachdem, was ihr wieder schafft, wie es euch geht heute. So, dann schaffen wir alle nochmal ab. Und sieben. Und sechs. Und weitermachen. Spannung nicht verlieren. Noch vier. Drei. Und zwei. Allerletztes. Und kurze Pause. Wieder lockern. So, gleiche Übung. Nur die Seite wechseln.
So, Schulter wieder nach unten. Bauchspannung nochmal aufbauen. Und Knie und Ellenbogen wieder über die Seite zusammen. Auf geht's. Strecke. Zieh. Und strecke. Fußspitze wieder leicht aufdüppeln. Oder ohne Bodenkontakt. Zieh. Und lang. Strecke. Die allerletzten. Auf geht's. Acht noch. Und sieben. Und sechs. Und fünf. Und Endspurt. Komm, noch vier. Noch drei. Sehr gut. Noch zwei. Letztes. Und Pause. Perfekt. So, trinkt nochmal einen großen Schluck. So, dann gehen wir langsam nach unten auf die Matte. Holt euch mal eine Matte. Und dann geht's weiter auf die Matte unten. Ja? Ich hoffe, bis jetzt alles gut bei euch. Ihr schwitzt schon hoffentlich ein bisschen. Trink was. So, dann fangen wir mal an. Und zwar in den Vierfüßlerstand. So, deine Handgelenke bleiben schön unter den Schultern. Und die Knie bleiben unter der Hüfte. Du streckst linkes Bein und rechten Arm aus. Hebst du deinen Arm und dein Bein. Becken immer korrigieren, dass ihr gerade bleibt. So, jetzt zieht ihr Knie, Ellenbogen zusammen und streckt wieder auseinander. Genau, mach ihn weiter. Beim Zusammenziehen machst deinen Rücken rund und beim Auseinanderführen machst du dich wieder lang. Ja, einmal zusammen rund. Einmal auseinanderstrecken, wieder schön lang. Mach es ruhig in deinem Tempo. So, noch ein paar Mal mehr. Seite. So, Arm schön strecken, Bein strecken.
So, und wir führen wieder zusammen. Ellenbogen und Knie und strecken uns auseinander. Mach die Brust beim Zusammenführen und streck dich wieder beim Auseinanderführen. Zusammen wieder schön rund und auseinanderstrecken. Ganz weit. Ellenbogenspitze, Kniespitze zusammenführen und wieder lang. Nochmal. So, und beim nächsten Mal bleibst du wieder oben in der Streckung. Nochmal ganz weit auseinanderziehen, diagonal. Lange Arm, langes Bein. Becken wieder korrigieren, gerade halten und weiter atmen. Nur noch vier, noch drei und zwei und wieder locker. So, dann nochmal rund, setzt euch wieder kurz nach hinten. So, und rollen mal langsam wieder auf. Zweite Runde wieder in diese Brettposition. Ellenbogen nochmal unter die Schulter. Beine nacheinander nach hinten strecken. So, ihr habt wieder Spannung im ganzen Körper. Und das linke Bein beginnt. Beginnt. Links, rechts, Mitte, Mitte. Links, rechts, Mitte, Mitte. Nochmal. Öffnen, öffnen, schließen, schließen. Und Spannung nicht verlieren. Das machen wir noch viermal. Komm, auf, auf, Mitte, Mitte. Drei noch. Drück dich ein bisschen aus den Schultern raus. Ja, nicht in den Schultern durchhängen. Noch ein letztes. Und dann halten wir mal. Letzte Runde. Auf. Sieben. Ganz Körperkräftigung. Bleibt dabei. Komm. Auf vier. Drei. Und zwei. Und langsam lösen. Knie wieder aufsetzen. Und kurze Pause. Sehr gut. Setz dich nach hinten. Langsam schon in die Rückenlage. Halt unser Beinfest, kommen nach unten. Stellen die Beine auf. Lassen die Beine schön aufgestellt. So, dein Bauch wieder anspannen. Dein unterer Rücken liegt ganz natürlich wieder auf dem Boden. Und die Hände nimmt sie auf den Hinterkopf. Und dann könnt ihr die Daumen wieder vorne lassen bei den Schläfen. Ja? So, die Beine ungefähr hüftbreit. Blick nach oben zur Decke. Und schöne Wechsel. Heben, senken. Ausatmen nach oben. Einatmen wieder zurück. Nochmal. Hoch und tief. Heben und senken. Und immer weiter. Bleib dabei. Wenn dir das Tempo zu schnell ist, einfach in deinem Rhythmus. Ja? Das ist ganz egal. Hauptsache, du machst es schön sauber und du hast Spaß. Komm. Und tief. Aus und einatmen. Ziehen. So, dann wieder eine kleine Veränderung, wer das möchte. Gerade nach oben, nicht diagonal. Und immer im Wechsel die Knie ranziehen. Gerade nach oben, schön ausatmen nach oben. Einatmen, wieder senken. Veränderung, wer das möchte. Gleiche Arm, gleiches Bein. Hoch und tief. Wechseln und tief. Eine Hand bleibt immer auf dem Hinterkopf. Den anderen Arm schön nach vorne strecken, parallel zum
halten, ja? Kannst dir ruhig mal leichter machen. Noch 4. 3. Und 2. Lass beide Hände wieder auf dem Hinterkopf. So, schau mal, wir wechseln. Diagonal. Knie und Ellenbogen. Jetzt zur Seite drehen den Oberkörper. Und Ellenbogen, Knie diagonal zusammenziehen. So, noch 8 Mal mehr, die letzten. Halte durch. 7. Und aus. Einatmen. Drehen. Und wieder zurück. 4. 3 und 2, jetzt pass auf, halte mal da und kleine Bewegung, doppeltes Tempo, Ellbogen und Knie, zieh, auf 4, 3 und 2, letztes Mal, gleich die Seite wechseln, zieh, die allerletzte, 4 noch. 3 noch und 2, ein letztes Mal und Pause. Gut. Kurz mal hier liegen, Arme, Beine strecken, durchatmen. So, dann stell mal die Beine wieder auf, halte dich am Bein fest und nochmal nach oben zum Sitzen. So, eine letzte Übung machen wir noch. Und zwar, wisst ihr was, für die Schulter, für den Trizeps, eure Beine aufstellen, hinten abstützen mit den Händen, eure Finger zeigen nach vorne zum Po. Ja? So, die Beine ungefähr hüftfrei, wenn ihr euch nach oben drückt, ihr habt die Knie und die Fersen ungefähr auf einer Linie und auch eure Handgelenke und Schulter auf einer Linie. Wir beugen und strecken, tief und hoch. Genau. Schön gerade nach hinten die Ellenbogen, nicht zur Seite schieben und dein Popo nicht absetzen. So, noch ein paar Mal, komm. Tief und hoch. Beugen und wieder strecken. Tief, hoch. Tief und hoch. Schön die Finger spreizen und weitermachen. Wenn es dir gut geht, die allerletzten 8 noch. Komm, und ich weiß, du schaffst es. Und 6. Und dann aber nur noch 4 Mal mehr, die allerletzten. Bleibt dabei. 3. Und 2. Allerletztes. Und locker. Perfekt. Setz dich hin. Kurz mal die Arme lockern. Mobilisier noch ein bisschen die Handgelenke, kreisen. Perfekt. Dann kannst du dich am Bein festhalten. Leg dich mal wieder hin. Kurz mal in die Rückenlage. Und wir machen noch ein bisschen Dehnung. Ich suche wieder die passende Musik. Und dann machen wir es uns ein bisschen gemütlicher. Streckt euch mal richtig, Beine, Arme lang. Ich komme gleich wieder. Auf die rechte Seite drehen, ausatmen, die Arme senken.
Blick über deine rechte Schulter und halte. Und bleib aufrecht sitzen dabei. So, wieder einatmen, komm zurück zur Mitte. Atme nach links aus, Arme wieder senken, bleib da halten, Blick über die linke Schulter. So, wieder einatmen und ausatmen, senken. Und dann die Beine auf die Seite fallen lassen. Komm nochmal in den Vierfüßlerstand. Stütz dich auf, stemm die Fußspitzen auf, drück dich mal nach oben. Und den Wechsel jetzt mal die Ferse in den Boden drücken. Beine Rückseite dehnen. So, noch ein letztes Mal. Gut. Und jetzt die Beine beugen. Krabbel mal mit deinen Händen in Richtung zu deinen Fußspitzen. Stütz dich auf den Oberschenkel und ab. Und langsam nach oben auf. Kreise die Schulter nochmal nach hinten. Und locker nochmal die Beine. So, und bleib nochmal auf deinem linken Bein stehen. Rechtes Knie hoch. Zieh mal deine rechte Ferse zum Gesäß. Schließ nochmal die Knie. Schieb mal dein Becken nach vorne und dehne die Oberschenkelvorderseite. So, dann langsam wieder aus der Dehnung raus. Seite nochmal wechseln, anderes Bein. Gerne wieder den anderen Arm zur Seite strecken, Gleichgewicht empfinden. Knie zusammenhalten. Sehr gut, habt ihr mitgemacht. Ich hoffe, es geht euch alles gut. Und wieder lösen, lockern, Beine. Richte dich nochmal auf, lass die Arme locker. Noch ein paar Mal zur Seite. Schön rotieren. Dann bleibst du mal in der Mitte, richtest dich nochmal auf, noch ein paar Mal zur Seite neigen. Und dann letztes Mal und bleib wieder in der Mitte, atme nochmal ganz tief ein und wieder aus und atme nochmal ein und atme aus und letztes Mal ganz tief einatmen, schließ die Beine, atme aus. Ihr habt es geschafft, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, ich wünsche euch allen schöne Ostern. Und ich hoffe, heute hat alles gut geklappt. Und ich hoffe, wir sehen uns ja bald. Tschüss, mach's gut und bleibt alle gesund. Ciao. Hab's ja da gleich was gesehen.